Hallo zusammen! Teil 3 unserer Reise ins Star Wars Universum Jedi Fallen Order. Und wir sind wieder genau an der Stelle, wo wir neulich auch waren. Jo, ich denke, wir gehen diesmal nicht wieder zu diesem großen Vieh. Ich glaube mal, dass wir dafür ein bisschen stärker werden müssen, um das besiegen zu können. BD1 hatte uns aber ja auch deutlich in die andere Richtung gelockt. Deswegen würde ich mal einfach versuchen, okay, das habe ich mir schon fast gesagt, es blinkt alles rot, die Tür ist verschlossen. Ich denke, hier geht es weiter in der Story und da wollen wir auch jetzt mal entlanglaufen. Unserem kleinen Roboter hinterher. Ich habe die Untertitel mal eingeschaltet, damit man ein bisschen besser sehen kann, was die Leute sagen, wenn ich zu lange rede und nicht schnell genug aufhören zu reden. Oh, oh. Ach du meine Güte. Ein kleiner ist beschädigt. Oh, da ist es noch mehr. Alles unter Kontrolle. Gut. Alles klar. Dann gehen wir mal zu unserem kleinen Druiden. Alles gut. Hey, das war ziemlich mutig. Alles okay? Warte, oh je. Ich helfe dir dabei. Darf ich mal? Oh, schon gut. Schön. Der Scorn-Anschluss ist kaputt, aber das sollte uns für den Moment reichen. Okay. Versuch's. Ja, in einem auch die Hülle wieder mitgeflickt. Sehr gut. Das Gewölbe? Ja, da wollte ich auch hin. Okay, also, erstmal müssen wir irgendwie von hier wegkommen. So, das kriegen wir schon hin. Das ist hier. Lichtschwert anpassen. Nein, cool. Ich werde nicht mehr. Farbe? Okay. Blau, grün, orange, Premium-Inhalt. Oh, darf ich das? Habe ich einen Premium-Inhalt aus irgendeinem Grund? Okay, nice. Wieso nicht? Nehmen wir mit. So. Sender, was bedeutet das? Ach. Wahrscheinlich eine optische Änderung nur. Umba-Kampagne. Das hier sieht irgendwie nice aus, aber das hier sieht Jedi-mäßiger aus, deswegen nehme ich das. So, dann haben wir Schalter. Das ist dann der Mittelteil. Nehmen wir auch das hier. Hülse. Das sieht das hier relativ cool aus. Und Material. Das hier sieht nice aus. Okay, scheinen nur optische Änderungen zu sein, aber warum nicht? Cool. Da kann man also definitiv noch einiges craften und herstellen. Gut, das ist natürlich jetzt sehr nah am roten Lichtschwert. Will ich nicht sagen, dass ich zur dunklen Seite der Macht wechseln möchte. Was haben wir hier? Ein paar Unterlagen, aber nichts, was man benutzen könnte. Also was man schon relativ gut merkt, ist, man kann hier an allen Ecken und Enden irgendwie interagieren. BD, das ist viel zu klein für mich. Keine Sorge, ich finde schon selber raus. Okay. Sehr eng. Es wird schon gehen. Druide ist schon mal weg. Gehen wir nachher hinterher. Oh, nice. Sind das die Medizindruiden? Sieht so ein bisschen so aus. Ich bin mir aber nicht sicher. Wie gesagt, meine Star Wars-Kenntnisse sind nicht so gut. Die Box-Dinger, die kennen wir aber auch auf jeden Fall vom Imperium. Okay. Kann man hier irgendwas aufsammeln? Nö. Kann man einfach nur alles zertreten? Das machen wir natürlich nicht. Wir sind ja Jedi und nicht Sith. Echo wahrnehmen. Wer hier gelebt hat, hatte hier sein Lager. Lebensmittel und Vorräte. Der Forscher. Jemand hat hier für einige Zeit gelegt. Sorgfältig verfasste handschriftliche Notizen über die Energiesphäre, die der Forscher auf Bagano zurückließ. Okay, okay. Also wir haben hier offenbar eine Datenbank an Sachen, die wir gefunden haben bisher, ne?
Verstehe. Auch sehr Tomb Raider-mäßig jetzt so auf den ersten Blick. Dann schauen wir mal weiter. Hier ist BD1 hin. Das kann ich nicht... Ah, hier kommen wir aber rein. Bisschen Licht. Okay. Kriegen wir Licht in die Bude irgendwie? So, auf dem Stopp nicht. Da können wir später wahrscheinlich hochklettern. Und da kommen wir her. Ja, was heißt später? Dann werden wir da jetzt hochklettern müssen, oder? Diese Ranken führen doch irgendwo hin. Hoffentlich stabil. Dann schauen wir mal, wo wir hinkommen. Okay. Das war eine kurze Reise. Wo lag der Fehler? Ah! Okay, er streckt die Hand aus. Ja, alles klar. Piert. Er streckt die Hand aus, sobald man loslegen kann. Da wäre er auch wahrscheinlich auf der anderen Seite hier rüber gekommen. Naja. Okay. Das war unerwartet. Ja, mir geht's gut. Au. Kuh heilen. Ah. Nice. Ein Heilungsstimme. Du bist voller Überraschungen. Netter Druide. Das ist besser. Danke, Kleiner. Cooler Kerl. Na schön. Und auf ein neues. Jetzt wissen wir endlich, wie wir uns Fell teilen können. Das ist sehr gut. Hätte ich eben gebraucht. Hier, komm an Bord. Kann ich jetzt dahergehen? Tja, wie kommst du hierher? BD1 kann Karl mit einem was erneuerbaren Stimbehälter haben. Vergessliche Droiden gibt's also auch. Die Reise beginnt. Ah, hier kriegen wir endlich mal ein bisschen Informationen über uns selbst. Cal, ein ehemaliger Jedi-Padawan, hatte sich seit Order 66 auf Brekka versteckt. Cal hatte sich einigen Schrottsammlern angeschlossen und jahrelang im Verborgenen gelebt, gab seine Tarnung aber auf, als er die Macht nutzte, um seinen Freund Prof vor einem tödlichen Sturz zu retten. Dies führte zu einem Angriff der unerbittlichen zweiten und neunten Schwester. In letzter Sekunde wurde Cal von zwei geheimnisvollen Fremden gerettet. Bogen eingetroffen. Okay, wir waren ja letzten Endes dabei, also. Interessant ist das hier oben. Wir sind also tatsächlich ein ehemaliger Jedi-Padawan und haben die Order 66 überlebt. Das ist gut zu wissen. Weiter geht's noch nicht. Weitere Infos haben wir nicht. Sehr gut. Brekka, Flora und Fauna. Okay. Imperium. Das müsste der Planet sein, wo wir jetzt unterwegs sind. Und Charaktere. Nice. Was soll ich da sagen? Mit jederzeit Zugriff auf die Holo-Karte, das ist gut. Ich bin davon ausgegangen, dass wir das auch bisher hatten. Abkürzung freigeschaltet. Ach, nice. Ah, das ist der Hauptraum von unten. Okay, wir haben uns jetzt also fürs nächste Mal, wenn wir irgendwie draufgehen. Eine Truhe. Ist es okay, wenn wir uns daran bedienen? Ja, klar, hier ist doch keiner. Huch. Also, was war drin? Einen neuen Sender erhalten. Okay. Können wir gleich mal gucken, ob wir das direkt im Lichtschwert einbauen können, wenn es cool aussieht. Oder das Lichtschwert vielleicht sogar noch besser macht. Wer weiß. Ich kann das irgendwann richtig aufrüsten. Ich fühle es. So, jetzt sind wir auch wieder an einem Punkt, wo ich nichts groß machen kann. Ah, jetzt ist es wieder. Zwingt einen dann immer so auch kameramäßig ein bisschen in die Richtung, in die man auch weiter muss. Ja, würde ich sagen. Los geht's.
Die große Kluft. Wow, guckt euch das an. Also nochmal. Du hast alles kartografiert. Okay, das habe ich mir jetzt fast gedacht. Die Karte ist jetzt aktualisiert worden automatisch. Uns wird angezeigt, welche Türen uns verschlossen waren. Das ist zum Beispiel die Tür, wo wir eben vorgestanden haben. Genau. So. Runter und hoch. Können wir noch nicht viel. Ich schaff's nicht darüber. Es muss noch einen Weg geben. Oh, den finden wir schon. 14% haben wir schon erkundet. Aber nochmal ein Seitenhieb, ne, auf andere Science-Fiction-Serien wie Star Trek oder sonst irgendwie. So macht man Aliens. Das hat Star Wars einfach drauf. So, dann schauen wir uns mal ein bisschen um. Bin wahrscheinlich da jetzt an den Wänden entlang. Da unten geht's auf jeden Fall auch weiter. Das müsste ich auch schaffen, darüber zu springen. Ja. Dann gibt es hier ein paar Wege, die man nehmen könnte. Ich weiß nicht, können wir uns hier drin festhalten? Nein. Okay, also das wird nicht funktionieren. Gut. Ich versuche mal hier auf die andere Seite zu kommen. Okay. So einfach ist es dann nicht. Da hoch kommen wir auch nicht. Würde ich sagen, klettern wir hier runter. Ah. Wäre jetzt gerne ohne Beschädigung unten angekommen. Passt auch. Ey, fallen lassen. Zack. Und wieder eine schöne Box. Die machen wir noch auf. Alles mitnehmen, was man mitnehmen kann. Was ist das, BD1? Neues Poncho-Material erhalten. Ist nicht wahr. Das können wir also auch wechseln. Aber auch das hier. Hier stehen keine Stats dabei. Das scheint also nur eine optische Sache zu sein. Insofern bin ich daran nicht wirklich interessiert. Ich bin sowieso keiner, der so diese Spiele 100% durchspielen muss. Also der hier irgendwie in den gesamten Stats auf 100% kommen muss, jedes Geheimnis lüften muss. Mir geht es eigentlich mehr um die Story. So spiele ich ganz gerne. So, wir könnten mal gerade ganz kurz meditieren. Ich glaube, Erfahrungspunkte haben wir noch nicht genug. Für den Fähigkeiten. Ach, steht ja auch unten. Ne, 0 Erfahrungspunkte, genau. Holen wir ein bisschen aus. Leben, Fokus und Stimbehälter wurden wiederhergestellt durch Meditieren. Wow, okay. Das ist nicht so ganz realistisch, aber auf jeden Fall hilfreich. Damit wollte jemand unbedingt zum Gewölbe. Okay, das bringt auch immer ein bisschen Macht mit sich, wenn man die Echos wahrnimmt. Werkzeug eines Reisenden, der das geheimnisvolle Gewölbe erreichen wollte. Gut. Wollen wir ja auch letzten Endes, ne? Schauen wir mal, dass wir hier weiterkommen. Ich frag mich, ob wir hier gleich auch schön wieder nach oben kommen. Naja, werden wir dann sehen. Erwischt. Mit R können wir scannen, okay. Dann tun wir das mal. Taktischer Leitfaden aktualisiert. Es gibt auch einen taktischen Leitfaden. Okay. Trennen die Zunge mit einer Kombination aus Macht- und Lichtschwertangriffen ab. Extrem gefährlich und resistent gegen Lichtschwerter.
Das ist eins von den Dingern, das uns beim letzten Teil, glaube ich, ziemlich übel fertig gemacht hat. Ja. Auch das hier können wir scannen. Cool. Das ist aber neu. Bogratte. Graben Sie den Boden ein, um den Gegner zu täuschen, ehe Sie angreifen. Einfach zu parieren. Lass dich nicht umzingeln. Nice. Okay, hier geht's gleich nach oben. Ich will immer so versuchen, ein bisschen mich noch umzugucken, bevor ich weitergehe. Weil, das merkt man ja relativ gut. Ups. Dass es hier immer wieder Geheimnisse zu entdecken gibt. Fähigkeitenpunkt. Na also. Kommen wir darüber? Nee. Das sieht zu riskant aus. Ja, man sieht auf jeden Fall, für alles, was man macht, kriegt man entsprechende Fähigkeiten und Machtpunkte. Deswegen würde ich auf jeden Fall hingehen und versuchen, immer wieder ein Scan? Alles mitzunehmen, was man mitnehmen kann. Kriegt's nicht zum Laufen. Ich hätte gern so ein... Genau. Bisschen heilen. Okay, hier scheinen uns noch Fähigkeiten für zu fehlen. Macht nix. Wir haben ja hinten schön den Weg gesehen, wo es weitergeht. Dann klettern wir mal wieder auf die nächste Ebene. Was haben wir hier? Ah, ja. Können wir gleich den Fähigkeitenpunkt einfordern hier. Was nehmen wir denn da? So, wir sind jetzt eben in Richtung Lichtschwert gegangen. Wir könnten jetzt ein bisschen in Richtung Macht gehen. Maximale Macht erhöhen. Länger verlangsamen. Gut, den Rest sehen wir noch nicht. Hier haben wir natürlich Überleben. Maximales Leben erhöht sich. Das ist auch nicht verkehrt. Ich würde sagen, wir nehmen erstmal die Macht. Wir spielen hier Star Wars. Ohne die Macht läuft nichts. Außerdem wüsste ich gerne, wie es hier in dem Fähigkeitsbaum weitergeht. Und sehe das natürlich noch nicht. Schade, ich dachte, wir könnten jetzt hier ein bisschen weiter gucken. Naja. Ist, wie es ist. Neues Stem-Behälter. Das finde ich cool, dass man hier auch immer die Medipacks oder die Stems sozusagen auffüllt. Jetzt schauen wir mal ein bisschen. Ah. Wieder mal verschiedene Wege, wie es weitergeht. Ich würde jetzt erstmal das hier versuchen. Das Spiel uns in die andere Richtung drängt. Kann ich das scannen? Nö. So, ich würde mal raten, dass es hier nachher eine Fähigkeit gibt, Wände entlang zu laufen oder so. Oder weiter zu springen. Weil die werden wir hier wahrscheinlich brauchen. Und auch da hinten, um an den Turm dran zu kommen. Okay. So lange sitzen wir halt hier noch fest. Da kann man nichts machen. Gehen wir wieder zurück. In ein interessantes Höhlennetzwerk hier. Ich hatte es gehört, ja. Kommt der von da unten wieder hoch? Okay, dann kümmern wir uns später um den. Schade, ich wollte jetzt eigentlich da oben hinspringen. Das ist natürlich gründlich schief gelaufen. Mal hier weiter. Oh. Auf jeden Fall irgendeine Art Tempel oder sowas in der Richtung. Na, war klar, dass wir jetzt da nicht drankommen. Fall nicht zurück, BDR. Siehst du was da drin? Wo ist er? Ah ja, da. Ich dachte gerade schon, wir hätten ihn wieder verloren. Oh. Okay. Wow. Versuch's erneut. Es ist schwierig, Meister.
Ja, der Weg ist sehr schwierig. Es mag unmöglich scheinen, aber mit Beharrlichkeit überwindest du jedes Hindernis und mit der Macht als Verbündetem. So meisterst du jeden Pfad. Gut. Versuch jetzt, mich zu erreichen. Okay. Schneller, mehr in den Hinten. Jetzt komm her zu mir. Okay. Aber ich hab's gerafft. Gut. Nochmal. Extrem coole Fähigkeit. Wow. Geschafft. Mit Beharrlichkeit und der Macht als Verbündeten. Ich erinnere mich an alte Tricks. Ja, trotzdem mal gerne hier nochmal hin. Nur, das sah mir nicht so aus, als ob es hier eine Möglichkeit gibt, weiterzukommen, ne? Nö. Okay. Gut, die Frage ist, gibt es jetzt hier irgendwas Besonderes? Dann gehen wir auch hier wieder zurück. Zeigst du mir die Abkürzung nochmal? Oh. So, das heißt, wir müssen jetzt wieder nach da ganz oben wahrscheinlich, oder wie? Genau, mit diesem komischen Turm. Okay. Also man wird schon sehr gut an die Hand genommen, finde ich. Aha! So kommen wir wieder raus hier. Cool. Dann nehme ich mal an, dass wir jetzt auf jeden Fall da drüber kommen. Klar, einfach an der Wand vorbeilaufen. Upsala. Dasselbe hier. Und wir haben nochmal eine Box. Cool. Immer her damit. Okay. Was war da drin? Neuer Lichtschwertschalter. Okay. Wie gesagt, da habe ich noch nicht ganz raus, ob das jetzt wirklich so ist. Gut. Bin auf jeden Fall wieder oben. Da waren wir schon mal, ne? Da gucken wir aber jetzt mal, ob es nicht anders weitergeht. Also mir würde es natürlich besser gefallen, wenn man auch die Lichtschwert-Stats irgendwie verbessern könnte oder so. Und das nicht nur optische Änderungen wären. Huch! Käfer! Geht denn hier ab? Ah, die kann man aber auch scannen. Schauen wir mal, ob uns das was bringt. Das sind Splorks. Greifen in großen Gruppen an, können ihre Gestalt verändern. Seriously? Weicht Hieben aus, ist aber leicht zu schlagen. Ja, das habe ich gemerkt. Ja. Mehr von denen. Sehr gut. Wo hat er sich vergraben? Tauchen dann auch hinter einem wieder auf. Nice. Na komm. Los da. Kannst du das hacken? Ja, dein armer Scomp-Anschluss. Aber du gegen die Bockratte? Mutig. Scomp-Anschluss muss für die Bedienung dieses Geräts repariert werden. Okay, wie kann ich das machen? Anpassung von BD1. Sind aber auch nur optische Anpassungen jetzt. Ich dachte, ich könnte ihn jetzt ausrüsten oder so. Ah. Nun gut.
sollten wir erstmal mit dem arbeiten, was wir haben. Ist das... Boah, was ist das denn für ein Vieh? Cool. Eine Art Drache oder so. Hoffentlich ist das nicht bekannt im Star Wars Universum und ich kenn's noch nicht. So, da geht's nicht weiter. Ach, jetzt sind wir wieder hier. Okay. Gut. Dann würde ich sagen, gehen wir noch mal einmal hier runter. Schnappen uns den. Und gehen vorne auf dieses Meditationsfeld. Und dann würde ich unseren dritten Teil hier an der Stelle abschließen. Weiter geht's dann beim nächsten Mal. Perfekt. Schön, dass ihr wieder dabei wart. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns in Teil 4. Vielen Dank. Bis zum nächsten Mal. Bye, bye.